Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Laux, tätig für den Deutschen Fachverlag, mal wieder unterwegs für den Packreport heute, Achema 2022, Tag 4. Wir haben uns zum Schluss der Messe eigentlich die richtigen Schwergewichte aufgehoben, deshalb sind wir heute bei Syntegon aus Waibling, ehemals bekannt, vielen der Branche als Bosch Packaging. Ja, genau. Wunderbar. An meiner Seite dankenswerterweise Andreas Matern, Vice President Strategy und Produktmanagement. Soweit alles richtig? Alles richtig, ja. Ich hoffe nicht, dass ich das volle Schwergewicht bin, sondern eher die Firma und die Maschine, aber gut. Wunderbar, wunderbar. Wir hatten bisher einen ganz herzlichen Empfang hier, freuen uns sehr, hier ein bisschen was zu lernen über Syntegon selbst, über die Produkte, aber natürlich wollen wir auch ganz viel lernen über die Pharmabranche. Herr Matern, was steht da aktuell an? Ich gucke vor allem Richtung Impfstoff. Ich lese von den Glasflaschen, von den Fläschchenherstellern immer wieder, die Bude brennt. Was kriegt Syntegon davon mit? Sehr viel. Also wir haben seit es losging Beiträge geleistet, zuerst mit Maschinenumbauten, dann mit sehr vielen Neuinvestitionen. Wir haben nach unserer Analyse ungefähr die Hälfte der Standorte weltweit, die Covid produzieren, haben Equipment von uns. Also da können wir wirklich stolz drauf sein, dass wir da mit involviert sind, überall auf der Welt, hauptsächlich mit Füllen und Abfüllen, aber wir haben auch Inspektionen und auch die Formulierung vorne dran, Referenzen. Ich stelle mir vor, das sind logistische Herausforderungen, die Sie da bewältigen mussten. Ja, nicht nur Logistik, auch alles. Also wir mussten alle aus der Komfortzone gehen, wir, die Kunden, es sind Dinge passiert, die wären 3 Monate vorher unmöglich gewesen. Da hat uns natürlich die Größe dann auch geholfen, dass wir international sind, gerade zu Beginn mit den Reiseeinschränkungen. Es hilft halt sehr, wenn entsprechende Servicetechniker vor Ort in den Ländern sind. Früher hätte man jemand aus Deutschland geschickt für die Inbetriebnahme, aber es ging dann eben auch über Video, hat vielleicht einen Tag länger gedauert, aber wir haben es hingekriegt und die Linien sind gelaufen und produzieren. Sind es auch, ich frage mal vorsichtig, bleibende Lerneffekte für Syntegon selbst? Ja, absolut. Wir haben uns als Unternehmen unheimlich weiterentwickelt. Wir hatten mal einen Managementberater dabei, hat immer gesagt, outside of your comfort zone is where the magic happens. Und das ist hier wirklich eingetreten. Also unsere Arbeitskultur hat sich geändert. Ja. Wir haben in Digitalisierung investiert. Die Kunden sind offener geworden. Im Pharmabereich ist ja durchaus auch etwas konservativ. Aber auch da sind eben Dinge auf einmal möglich, die ein Jahr vorher absolut unmöglich gewesen sind. Wir sind also vorbereitet für Remote Support, Video FATs, alles, was man zum Leben und zum Arbeiten braucht. Ja. Was würden Sie sagen, wäre so die prägendste Tendenz im Verpackungsmaschinenbau, ich sage jetzt mal der letzten 2, aber meinetwegen auch gern 5 Jahre, gibt es da 1, 2 Schlagwörter? Es geht sehr stark in Richtung Flexibilisierung und kleinere Chargen. Also Covid war eine Trendumkehr. Es ging alles Richtung klein, flexibel, high value und auf einmal kam die Covid-Welle. Stimmt, und auf einmal hieß es, ja, aber es muss hohe Runner-Produkte, Millionen Ausbringungen und so weiter. Das hat doch gewisses Leben in auch vielleicht etwas ältere Produkte eingehaucht. Und jetzt haben wir eigentlich so den Effekt, dass die große Covid-Welle ist jetzt eher durch. Wir laufen in eine in genug Impfstoffkapazität, dass wenn sich jemand impfen lassen will, dass ein Impfstoff dafür da ist. Ja. Und wir sehen jetzt, dass Projekte, die vor Covid aktuell waren und dann on hold gesetzt worden sind, jetzt wieder kommen. Also jetzt kommen die Themen mit Oncology, personalisierte Medizin und so weiter wieder viel, viel stärker, wo einfach Sachen erstmal on hold waren, bis Covid durch ist, aber jetzt wieder Volldampf. Okay, verstehe. Bei allen Gesprächen, die ich hier auf der Achema bisher geführt habe, aber auch davor, höre ich immer wieder das Schlagwort auch Nachhaltigkeit natürlich. Sustainability kommen wir auch nicht drum rum. Was bedeutet das für Syntegon? Was bedeutet das für den Verpackungsmaschinenbau? Sustainability ist für uns schon immer ein großes Thema. Vielleicht auch schon, da haben wir ein bisschen diese Bosch Heritage noch hinten mit drin. 3 Aspekte bei uns hauptsächlich. Wie verhalten wir uns als Unternehmen? Ja. Das wirklich von Solarpanels und so weiter und so fort. Alles, was wir als Firma tun können, um Beitrag zu leisten, tun wir. Dann der wesentlich größere Hebel ist natürlich, was passiert auf unserem Equipment über der Lebensdauer. Das war ein Thema, auch das hatten seit Jahren insbesondere in unserer Foodbranche sehr stark umgetrieben. Wir sehen es aber seit 2 Jahren auch verstärkt bei den Pharmazeuten kommen, insbesondere im Aspekt Decarbonization. Und als drittes das ganze Thema Verpackungsmaterialien. Ja. Auch das ist natürlich stärker ein Food-Thema wie in Pharma. Stimmt. Aber das sind die 3 Säulen, auf denen unsere Sustainability-Aktivitäten beruhen. Und wir sind in allen 3 mit Vollgas unterwegs. Okay. Ja, man muss sagen, also wir sind ja als Berichterstatter auch immer oftmals auch kritisch mit den Unternehmen. Aber haben Sie jetzt zum ersten Mal
auch einen richtigen Blick mal auf uns geworfen. Ja, also ich bin natürlich immer im Fahrrad da, kein Problem für mich, aber wir als Deutscher Fachverlag müssen uns ja auch mit auseinandersetzen, wie werden wir nachhaltiger, werden wir ökologischer. Und es freut mich sehr, dass Sie das auch so, diesen kritischen Eigenblick haben. Ich bin mit dem Zug hier und fahre einen Tesla. Ja. Dann lassen Sie doch einen Blick mal hier auf die Innovationen werfen, die wir hier auf der Messe bewundern können. Ich darf Klaus Uhler dazu bitten. Hallo, Herr Uhler, ja. Herzlich willkommen bei uns auf dem Messestand. Freut mich sehr. Hallo. Ich frage mal ganz platt, mit welcher Neuigkeit, welcher Innovation sind Sie hier in Frankfurt? Also das ist hier unser Versünder FFP, Flexible Filling Plattform, dafür steht es. Ja. Versünder ist so der Dachname. Und hier adressieren wir halt diese Trends zu Small Batch Production, Clinical Trial, Biotech so als Stichworte, personalisierte Medizin. Also wie der Herr Matern schon gesagt hatte, kleinere Chargen, aber dafür flexibel. Das heißt, verschiedenste Packmittel. Hier sehen wir jetzt gerade Spritzen, wir können aber auch Vials machen, die sehen wir da hinten. Ja. Gerade haben wir bis gestern drauf gehabt. Oder Kapulen, das heißt also eher kleinere Chargen, ja, ja. Verschiedene Packmittel, teure Medikamente in der Regel. Ich wollte gerade fragen, bei kleineren Chargen. Genau. Und deswegen hier auch eine 100% Verwiegung und auch Technologien, um den Produktverlust zu minimieren. Und hohe Produktsicherheit, deswegen, wir bauen ja auch die Isolatoren selber, haben wir hier eine integrierte Lüftungstechnik. Das heißt, es funktioniert so, wie es hier steht, kann es in die Firma eingebracht werden. Bisher sind oben große Lüftungsaggregate, mussten ins Technikgeschoss. Also es vereinfacht, wir sprechen auch manchmal von so einem Work-Cell-Approach. Das ist also autonom hier. Dann haben wir hier auch unsere Pumpsysteme und Einwegfüllsysteme, speziell für Biotech-Medikamente. Also diese Maschine würde auch im Zweifel so verkauft werden können? Exakt, ja, genau. Wie wäre dann der Kunde, der würde dann auf Sie zukommen, der würde sagen, was er braucht? Exakt, ja. Und Sie würden dann wie beginnen? Also Sie würden sich das Produkt angucken? Na, es geht schon etwas eher los. Wir können das ja nicht einfach so herstellen. Ja, ja. Das heißt, wir machen da Marktforschung natürlich vorher und bringen dann die verschiedensten Anforderungen in so ein genanntes Marktlastenheft und besprechen das dann mit der Entwicklung. Und dann werden halt hier die Ideen kreiert. Das geht auch mal ein bisschen zurück und dann wieder vor. Aber wir können also nicht einfach was bauen und dann erst fragen, gefällt euch das? Ne? So, also von daher ist da ganz viel eingeflossen. Und es ist dann auch modularisiert und standardisiert, sodass wir das dann auch in größeren Stückzahlen zu guten Kosten und auch zu guten Lieferzeiten und Inbetriebnahmezeiten dann auch hier. Das wollte ich gerade noch fragen, wenn ich mich heute dazu entscheiden würde, so eine Maschine zu kaufen, wann stünde die bei mir im Hof? Ja, also heute, da sind noch ein paar Schritte zu tun, aber das Ziel hier ist, dass man mit Lieferzeiten von 12 Monaten agieren und dann vor Ort, ist aber auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu machen, das in 16 Wochen vor Ort vervollständigen. Und das können wir auch nur machen, weil wir eben hier eine hohe Standardisierung und Modularisierung haben. Man sieht es hier an den, es sind so 2 Meter Module, dann gibt es noch 1,50 Meter Module und es bleibt auch immer so. Auch die Anordnungen bleiben so, damit man einfach diese Wiederholbarkeit und dass auch die Programmierung nicht mehr geändert werden muss. Genau. Mit welchen Anfragen sind Sie hier auf der Achema konkret konfrontiert? Also ich sage es mal vorsichtig, viele Neukunden, eher Bestandskunden oder vielleicht auch nur Kontaktpflege? Also das ist cross the board, wie Sie schon richtig gesagt haben. Es gibt Leute, die ein ganz konkretes Projekt haben und hierher kommen und sich erkundigen möchten. Dann gibt es Leute, die mittelfristig sagen, nächstes, übernächstes Jahr wollen schon mal ein bisschen sondieren. Dann gibt es natürlich Leute, die einfach mal gucken wollen und sich die Technologien, also es ist bunt gemischt und uns freut es natürlich, weil das Schönste an der Messe ist natürlich, dass Leute kommen, sich für die Produkte interessieren und wir was zeigen können und es ist natürlich auch immer hier ein Exponat zu haben, ist sehr aufwendig, das läuft ja auch, da stehen Schaltschränke, da laufen ganz viele Leitungen hier unten. Aber es lohnt sich, weil die Leute wertschätzen einfach, wenn sie hier was sehen und anfassen können. Kann man auch Formatwechsel mal zeigen oder auch kleinere Features, die sich jetzt so nicht sofort erschließen. Genau. Ich erinnere mich, ich war im Frühjahr noch auf Messen unterwegs, da hätten wir beide ohne Maske nicht stehen können. Ja, das ist in der Tat jetzt umgekehrt wieder gewöhnungsbedürftig, zurück zur Normal. Aber die Rückmeldung, die ich habe, alle freuen sich wahnsinnig, sich wieder sehen zu können. Ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen, den habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren das letzte Mal auf der Achema, normal wären es ja nur 3 gewesen, gesehen. Und da geht uns allen so ein bisschen das Herz dann auch auf, weil
es ist ja nicht nur Maschine und es ist auch nicht nur Business. Genau. Es ist letztendlich auch Beziehung und und da freuen sich doch alle sehr, sehr, dass wir wieder zusammenkommen können. Wir auf jeden Fall. Ja. Ansonsten hätten wir das Interview nicht führen können. Klaus Uhler, ganz herzlichen Dank. Gerne. Uns bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Syndikon, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für die Zeit und verfolgen Sie weiter unsere Videos. Mein Name ist Matthias Laux, Redakteur für den Packreport. Bis gleich. Ciao, ciao.